Die SG Blau-Weiß-Brachstedt hat eine große Tradition. Knapp 100 Jahre alt ist der Verein schon. Vor 17 Jahren kickte man hier noch in der Kreisliga. Seit 2006 sind die Brachstädter ein ernstzunehmender Landesligist. Nun aber ist hier der Ausnahmezustand ausgebrochen. Hans Sapay und Peter Neurohrer coachten kürzlich diese Mannschaft beim anstehenden Derby gegen Landsberg. So viele Fernsehleute hatte man hier noch nie erlebt. Sport 1 drehte für das Sendeformat, das T steht für den Coach. Und Hans Sapay war voll des Lobes nach 3 gemeinsamen Tagen mit den Brachstädtern. Ja, die Mannschaft war überragend. Vom ersten Tag an, wie sie uns aufgenommen haben. Am Anfang war es eher so, dass sie sehr, schüchtern waren. Natürlich, weil wir gekommen sind und dann weiß man noch nicht genau, wie gehe ich auf diese Leute zu. Und da waren die sehr zurückhaltend und desto mehr wir auch auf die Jungs zugegangen sind, sind die lockerer geworden, haben einen schönen Mannschaftsabend verbracht. Da haben wir miteinander gequatscht, was getrunken, gegessen und ich glaube, dann kriegst du die Jungs auch locker und wir hatten in den Trainingseinheiten viel, viel Spaß. Wir gehen jetzt sofort rein, ziehen uns um, ganz entspannt. Dann kommen wir raus und hauen die weg. Okay, Jungs, komm! Sapay nahm auch hier das Coachen ernst, auch wenn er mit sozusagen Hobbykickern auf einmalige Punktejagd geht. In der Kabine wird noch einmal der Song gespielt, der immer vor einem Match erklingt. Die Jungs stimmen sich langsam ein. Auch der Letzte streift nun das Spieltrikot über. Es kann also gleich losgehen im Derby gegen Landsberg. Die Jungs kannten ihre heutigen Trainer bislang nur aus dem Fernsehen. Das erlebt man wahrscheinlich einmal im Leben. Das war, also dass Hans Sapay und Peter Neurohrer uns jetzt hier gecoacht haben und auch die letzten Tage begleitet haben. Das war eine super Sache für den Verein, für die Region. Die Trainings konnten hier angesehen werden, auch von Zuschauern Freitagabend und auch gestern noch. Knapp 600 Zuschauer waren zu diesem außergewöhnlichen Spiel gekommen. So ein öffentliches Interesse hatten die Brachstädter noch nicht erlebt. Ein spannendes Spiel war garantiert auch deshalb, weil Landsberg in Abstiegsnöten steckte und Brachstädt ohnehin gewinnen wollte. Denn sie waren gewillt zu zeigen, was ihnen die Fußballprofis in kürzester Zeit beigebracht hatten. Wie zur besten Bundesliga-Zeit fuhr die Kamera noch einmal an den Gesichtern vorbei. Schnell wurde spätestens jetzt auch dem letzten Spieler klar, das hier ist nicht witzig, wie es vielleicht Sport 1 am Ende herüberkommen lassen wird. Hier ging es um eine Menge für die Trainer und Spieler. Hans Sapay und Peter Neurohrer sahen eine zunächst nervöse Brachstädter Mannschaft agieren. Es wollte nicht allzu viel gelingen, auch nicht dem sonst kaltschnäuzig auftretenden Ron Völkel. Sapay nahm immer wieder Einfluss von außen, aber mehr als harte Zweikämpfe und diverse Nicklichkeiten waren in Hälfte 1 nicht zu sehen. Es war der Beginn einer Kartenflut angebrochen. Der Schiedsrichter rückte frühzeitig in den Mittelpunkt. Mit einem farblosen 0:0 ging es zum Pausentee. Hans Sapay und Peter Neurohrer hatten ihrer Mannschaft wohl eine Menge zu erzählen, denn das, was die Zuschauer bislang sahen, war nicht wirklich schön. Die Spieler aber waren gespannt, welche Traineransprache sie nun erwartet. Naja, die können den Fußball ja nicht neu erfinden. Also im Endeffekt war es ähnlich, wie es bei uns die Ansprache normalerweise in der Halbzeit ist. Da wurde es eben mal kurz lauter, aber das ist eben ganz normal. Große Unterschiede gab es aber nicht. Peter Neurohrer wollte mehr Mut von den Brachstädtern sehen. Am Rande sagte er uns, die können viel mehr, als sie bis hierher gezeigt haben. Und dann waren gerade mal 5 Minuten gespielt. Da verwies der Schiedsrichter per rote Karte den ersten Spieler vom Platz. Auch eine anschließende Diskussion war umsonst. Sebastian Peter durfte schon mal duschen gehen. Und die Fouls wurden in der Folgezeit nicht weniger. Immer wieder gab es Spielunterbrechungen. Dieses Vergehen vom Landsberger Verteidiger war auch eine rote Karte wert. Der Schiri sah es aber anders. Peter Neurohr sprach immer wieder mit seinen Spielern von der SG Brachstedt. Er spürte, hier musste vielleicht auch ein Standard mithelfen. Aber so einfach war der Landsberger Torwart dann auch nicht zu überlisten. Geduldig wartete man hier weiter auf das erste Tor. Aber wenn im Moment bei den Hausherren überhaupt einer Gefahr ausstrahlte, dann war es Arne Schulz mit der Nummer 24. Der 27-Jährige spielt seit dieser Saison in Brachstedt und scheint eine echte Bereicherung fürs Team zu sein. Das sah Trainer Sapay so, der im Anschluss sah, wie Schulz den Ball ans Lattenkreuz ballerte. Wieder hatte Landsberg Glück gehabt. Bislang hatten die Gäste keine wirkliche Torschance. Wenn einer noch trifft, dann wohl der Brachstädter Arne Schulz, war hier von den Trainern zu hören. Dann liefen schon die letzten 10 Minuten und wieder folgte ein Aufreger. Thomas Brandt stieg übermotiviert beim Landsberg
Landsberger Torwart ein. Die Unzufriedenheit machte sich langsam breit und zu allem Unglück gab es nun schon die zweite rote Karte für Brastedt. Der Schiedsrichter hatte hier einen TV-Auftritt der besonderen Art. Er rückte hier mehr in den Mittelpunkt als die Spieler beider Mannschaften. Trainerlegende Peter Neururer wollte noch retten, was für Brastedt zu retten ist. Und das war nun das Unentschieden, also der eine Punkt. Alle sollten nur noch hinter dem Ball spielen und als bereits die 95. Minute lief und alle dachten, ein Punkt ist gerettet, sahen die Trainer diese Aktion spektakulär, sah sie aus, ob sie es auch war. Ja, das lassen unsere Bilder nur erahnen. Fakt ist, Georg Arndt holt einen Elfmeter in letzter Sekunde des Spiels für sein Team heraus und eine rote Karte für den Brachstädter Torwart noch dazu. War das jetzt ein Elfmeter, war das kein Elfmeter? Muss man den pfeifen, muss man nicht pfeifen? Es sah danach aus, als ist er vorher schon abgehoben. Und hat der Schiedsrichter da kein Fingerspitzengefühl gehabt, hat schon vorher zweimal rot gegeben, gibt nochmal rot und ja. Es war in der Tat eine umstrittene Entscheidung, aber dem Landsberger Torschützen Valentin Sauter war das egal. Er schoss für seine Mannschaft das goldene Tor. Dieser Sieg war natürlich sehr schmeichelhaft für die Landsberger. Aber da fragt nächste Woche eben keiner mehr danach. Peter Neururer war angefressen ohne Ende. So wollte er seine Arbeit hier nicht beenden. Und dann musste er auch noch den Siegesjubel der Landsberger ertragen. Wahnsinn, wir hatten eigentlich wirklich eine richtige Torchance gehabt, so richtig. Es war ein enges Spiel, die eigentlich gefährlich war. Und dass am Ende das Spiel so ausgeht, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist aber, das geht nur, wenn so eine Veranstaltung ist wie heute hier. Also unter normalen Voraussetzungen, wenn heute Samstag 14 Uhr das Spiel wäre, hätten wir 3-0 verloren, bin ich mir 100% sicher. Ich bin lange in diesem Geschäft, aber habe noch niemals erlebt, dass ein Schiedsrichtergespann so einbrechen kann in eine Entscheidung. Ob berechtigt oder nicht berechtigt, die erste oder die zweite rote Karte, okay, kann man sich darüber streiten, aber die dritte ist für mich Rubrik Skandal. In der Nachspielzeit solch ein Ding zu pfeifen. Also die Herrschaften in Rot, die haben heute wirklich mit Fußball nichts zu tun gehabt. Ja, das Ziel ist immer zu gewinnen. Ne? Es ist egal, was man macht. Beim Fußball geht es immer um die 3 Punkte. Und die haben wir nicht bekommen. Aber ich glaube, die Mannschaft kann trotzdem stolz auf sich sein. Wir haben 3 gute Tage gehabt, gut trainiert. Die Mannschaft ist schwer ins Spiel gekommen. Aber am Ende waren dann noch mal andere Faktoren zuständig, warum wir die 3 Punkte nicht mitgenommen haben. Ja, wenn ein Ding reingeht, müsst ihr über manches vielleicht auch nicht mehr reden. Ja, naja, erst hast du schon kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Ja, das war ärgerlich, dass ich den da ans Lattenkreuz hämmer. Mit ein bisschen Glück geht er noch rein, dann führen wir hier 1-0 auch in Unterzahl und dann geht das Spiel vielleicht ganz anders aus. Und spielerisch fand ich, war es jetzt eine relativ gleichwertige Partie. Also da muss man auch Landsberg dann beglückwünschen. Ich meine, haben sie jetzt das Derby für sich entschieden. An den Landsberger Spielern lag sicher nicht, dass es jetzt so unglücklich für uns geendet ist. Aber ja, Glück. Peter Neururer schimpfte lange danach, immer noch wie ein Rohrspatz, als hätte er gerade ein Bundesligaspiel verloren. Wir haben den Peter Neururer an der Seite gesehen, wie einst bei Köln oder wo auch immer, Hannover. Also wenn Sie dann so eine Sache machen, dann mit Herzen und wie immer, oder? Ja, natürlich, sonst muss ich gar nicht Ja sagen dazu. Es ist natürlich eine Sache, die in erster Linie durch Spaß geprägt sein soll, klar. Und wir haben nicht den großen Einfluss nicht auf die Mannschaft, aber wenn ich 3 Tage hier mit der Mannschaft zusammen bin, die Mannschaft kennengelernt habe, also ein tolles Team, muss ich sagen, dann habe ich eine emotionale fußballerische Verbindung zu der Mannschaft. Und wenn ich dann draußen in der Funktion des auch Coaches neben Hans Sapai stehe, dann gehe ich mit. Dann leide ich mit den Jungs, dann spiele ich mit den Jungs und dann bin ich natürlich auch emotional sehr, sehr stark erregt, nennen wir es mal so. Da ist kein Unterschied, ob ich in der Landesliga bin oder in der Bundesliga. In der Kabine der Brachstädter war es dann verdammt ruhig. Hans Sapai sprach noch abschließend zu den Spielern, machte ihnen noch einmal Mut für die kommenden Aufgaben. Den Torwart tröstete heute aber nichts mehr. Aber Sapai wollte eines vor dem Verlassen des Geländes noch loswerden. Nicht, dass wir gehen und das war's, sondern wir haben ja mit dem Trainer viel gesprochen. Was kann er verbessern? Weil er hat schon einen Riesenjob, macht er hier. Es geht dann wirklich noch um Kleinigkeiten, was er anders machen kann im Training, in der Ansprache, beim Warmmachen und all diese Sachen, um die Jungs besser zu machen. Dieses überragende Erlebnis kann den Jungs jedenfalls keiner mehr nehmen. Es wird ganz sicher in die Geschichte dieses kleinen Vereins eingehen. Stolz verabschiedeten sie sich noch von Hans Sapai, der Brachstedt noch lange in Erinnerung behalten wird, mit einem Drama, das die Jungs so nicht verdient hatten. Auch Sapai ist nun gespannt, was Sport 1 daraus macht. Danny.